Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 Walk Around. Und ich bin eben kurz rausgeflogen. Ich muss mal eine neue Gruppe machen. Upsala. So. Der seltene Fall ist eingetreten, dass mir Minerva mal wieder nützlich sein kann. Ich hab's schon selber fast gar nicht mehr geglaubt, aber. Ja, es gibt ab und zu mal eine kleine Händlerin, die nicht immer da ist und sie ist auch nicht immer in Foundation. Jetzt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, sitzt sie gerade in Foundation. Sie kann auch in Fort Atlas oder halt auch in Crater stehen. Und diese junge, nette Dame verkauft etwas günstiger Baupläne, die man für Gold kaufen kann. Zumal sie hat jetzt hier einmal die Bruderschaftsaufklärungsrüstung, dementsprechend für Gold. Die sind auch immer relativ teuer, weil das kommt aus eigentlich der Daily Ops. Dann hat sie einmal Bauplan Gauss Minigun. Diese kann man eigentlich erst erhalten, wenn man quasi mit den Raidern auf Herdstatus ist. Dann einmal die Gauss-Pistole, ein paar Verschlüsse, gehärteter Verschluss, schallgedämpfter. Den Plasmaschneider, den man auch nur aus der Daily Ops normalerweise droppen kann. SB-Medaillon, auch den kann man nur aus Daily Ops droppen. So, was aber jetzt für mich so cool ist, ich habe ja versucht, die Grader so schnell wie möglich hochzutreiben. Aus dem guten Grund, weil ich gerne eine Gauss Minigun haben wollte. Auf dem Charakter hier. Und jetzt hat sie mal endlich einen Bauplan drin, den ich mir jetzt auch wirklich von ihr holen wird. Deswegen passt, das kaufe ich gerne, weil sonst kostet die ein bisschen mehr. Das Problem ist, ich habe jetzt natürlich keine weiteren Modifikationen dafür. Aber ist auch nicht schlimm, weil ich kann sie ja eh noch nicht so richtig nutzen. Denn die Munition davon ist auf Dauer ein bisschen teuer. Nächste Woche bin ich mit Wachdienst dran. Und dafür müsste ich dann auch dementsprechend viel farmen. Wenn das so weitergeht, so. Und dann machen wir gleich das nächste fertig. Ich habe jetzt auch mal gewechselt. Ich habe jetzt mal die ganzen 50er Kugeln sind ja jetzt soweit verschossen. Und dementsprechend bin ich jetzt erstmal wieder auf Gewehr übergegangen. Und ich möchte mir jetzt ein neues Gewehr zulegen. Ein sogar ziemlich schweres Gewehr. Wie ich verlaubt da bahn dürfe. So, dazu müssen wir aber jetzt einmal kurz in den White Spring Bunker. Das machen wir jetzt, bevor wir jetzt hier mit Rufgefarme und ähnliches anfangen. Denn ich brauche den Bauplan und ohne den Bauplan komme ich nicht weiter. Wir können vielleicht auch heute nochmal ein paar Gauss-Miniguns machen. Müssen wir mal schauen. Das werde ich dann aber eher gegen Ende ansetzen. Und schon mal gucken, was da Schönes bei rauskommt. So, ich möchte jetzt unbedingt in den Militärtrakt, in den oberen. Denn dort müsste eigentlich der Bauplan für das Gauss-Gewehr zu finden sein. Na, gucken wir gleich mal. Notizen. Jawohl, hat er sogar drinne. Sonst hätte ich jetzt zur Bruderschaft gehen müssen. Oh. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja Feuerfest auf 1 drinne. Er ist ja nicht so weiter schlimm. So, ich muss jetzt einmal kurz inspirierend rausmachen. Mach den Meisterhändler rein. Wir haben sogar noch ein paar Kronkorken, die wir da rausholen müssen vorher. Oder die ich da rausholen möchte. Dementsprechend hier kriegst ein paar Granaten noch in die Hand gedrückt. Habe ich sonst noch irgendwas? Bestimmt noch ein bisschen Wasser ohne Ende. So. 200 können wir erstmal schon mal verkaufen. Noch Kleinkram. Ja, Bier zum Beispiel. Die Köterkeule könnte ich gleich mal fressen. Das Mutantenfleisch habe ich nicht gebraten. Na, viel habe ich ja jetzt nicht. Habe ich zu viele Drogen an irgendwas? Ein Stealth Boy zum Beispiel. Super Stimpack. Red X. Red X. Psycho. Nee, brauchen wir noch. Mentats brauche ich noch. Med X. Blutpaket kann man immer noch mal gebrauchen. Bären Mentats auch. Und Antibiotika. Komm. Weg damit. So, und jetzt können wir mit Wasser auffüllen. Machen wir erstmal
So. Dann sind noch drei übrig. Und wenn ich jetzt die Notiz rauskaufe, das schöne Gauss-Gewehr für 3456. Tut ein bisschen weh. Ist aber nicht so schlimm. Ist eine Investition in die Zukunft. Und man holt sich ja eh nur einmal den Bauplan. Und dann war's das. So, jetzt kann ich hier nochmal kurz angleichen. Hole ich mir nochmal 200 Kronkorken schon mal wieder. Und dann lernen wir natürlich das Gauss-Gewehr. So, jetzt muss ich aber erstmal selber gucken. Jetzt hauen wir den erstmal wieder raus und dementsprechend inspirierend wieder rein. Hier wollte ich ja sowieso mal auf verjüngt Nummer 2 gehen. So. Um noch mehr Vorteile zu erhalten. Wie gesagt, das mit den Feuerresistent, das kriege ich momentan, also feuerfest kriege ich momentan nicht so gut hin. Dementsprechend nehme ich halt mehr Lebenspunkte durch Fett gefressen und mehr AP-Regeneration. Verjüngt ist da schon relativ in Ordnung. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Haben wir dann die Wissenschaftler schon soweit alle? Chemiker. Profi-Wissenschaftler ist nur auf Stufe 1. Und die Wissenschaft ist auch nur auf 1. Oh, oh, oh. Mal gut, dass wir ein paar Level haben. Jetzt kommen wir zu den nächsten Bauperks. Gucken wir doch mal. Wir müssen nach so viel leveln. Ich möchte noch so viel haben. So. Jetzt nehmen wir einmal Wissenschaft. Komplett. Zack. Denn die Profi-Wissenschaft. So, oder beim Herstellen von Energiewaffen weniger Materialien verbraucht. Sehr, sehr nützlich. So, und dann haben wir hier nochmal den nächsten. Eine höhere Haltbarkeit. Auch sehr schön. So, dementsprechend immer schön auf Maximum. Wie gesagt, bei Wissenschaft an und für sich, den brauchen wir prinzipiell, um ja alles Mögliche zu erhalten. Machen wir es mal so. Ne? Energiewaffen herstellen und Rang 1 Mods für Energiewaffen, wenn die Baupläne vorhanden sind. Dementsprechend, den braucht man meistens, wenn man es modifizieren will. Ich wollte aber erstmal hier ein bisschen was rausnehmen. So, kann ich den schon mal reinnehmen. Dann haben wir die Profi-Wissenschaft. Wie gesagt, lassen sich bessere Baupläne herstellen. Da brauchen einige nämlich den Profi-Wissenschaftler für. Und was jetzt an und für sich mega wichtig ist, beim Herstellen von Energiewaffen werden weniger Materialien verbraucht. Wenn man mehrere herstellen möchte. So, und dann kommen wir schon zur Meisterwissenschaft. Auch diese ist halt relativ wichtig. Erstens, wir können Rang 3 Mods für Energiewaffen herstellen und die hergestellten Energiewaffen haben mehr Haltbarkeit. Auch sehr, sehr wichtig. So, die haben wir jetzt drinne. Dementsprechend können wir jetzt hier bei Energiewaffen ein wunderschönes Gauss-Gewehr anfertigen. 45. Ich mache jetzt erstmal nur ein einziges, weil ich möchte sehen, wie viel wir jetzt schon haben. Wir haben abgestimmten Lauf, justierter abgestimmten. Wir haben 5 von 30 gerade mal. Und die meisten kriegen wir nur durch Verwertung. Gut, justierter abgestimmter Lauf würde schon mal passen. Kolben haben wir gar keinen. Schnelle Kondensatoren. Nachladegeschwindigkeit. Magazin, das ist ja auch nicht wirklich das Wahre. Reflexvisier, naja, wenigstens ein Langreichweiten-Zielfernrohr. Und Mündungsbremse, wenigstens den dicken Schalldämpfer. Okay. Na gut. Ne, das ist ja nur den Kompensator. Ist ja gar nicht der Schalldämpfer. Eieieiei. Gut, ja, dann wollen wir doch mal gucken, dass wir uns ein paar mehr Gauss-Gewehre gleich basteln. Dementsprechend 8 Stück könnte ich machen. Und ich werde jetzt mal all meine Ressourcen einfach auf den Kopf hauen. Mal sehen, was gleich fehlt. Aluminium und, wie soll es auch anders sein, Schrauben. So, alle bis auf 1 werde ich jetzt mal verwerten. Solider langer Lauf.
Wuchtiger Kolben, wunderbar. Lange Reichweiten Zielfernrohr. Justierter verlängerter Lauf. Aufklärung Zielfernrohr. Stabilisiert abgeschirmter Lauf. Gar nichts. Und solider Kolben. Na gut, ist jetzt nicht der Traum. Mir fehlt halt immer noch der Schalldämpfer. Aber ich habe jetzt ja vergessen, wir brauchen ja für die ein oder anderen sogar Aluminium. Gut, jetzt muss ich erstmal sowieso überlegen. An und für sich würde ich den Abgeschirmten gerne nehmen wollen, wegen der Reichweite. Gut, dafür brauche ich nochmal Aluminium. Dann müssen wir gleich nochmal Aluminium holen. So, den Wuchtigen, den kriegen wir schon mal drauf. Das ist ja schon mal schick. Gucken wir mal. Dann nehmen wir hier... Ja. Verbesserte Nachladegeschwindigkeit und erhöhte Munitionskapazität. Das ist jetzt nicht wirklich das Beste, was wir da haben. So, Nachtsicht. Dafür fehlt wieder Aluminium. Dementsprechend nehme ich das Langreichweiten-Zielfernrohr, um mehr Präzision zu erhalten. Ja, Mündungsbremse braucht auch Aluminium und einmal Schrauben. Gut, Aussehen, ja gut, könnte ich drauf packen, aber darf ich ja noch nicht. So, dann nehmen wir uns jetzt hier schon mal das Gauss-Gewehr daher. Und damit können wir nämlich jetzt auch schon mal Kartuschen so ein bisschen farmen. So, ich brauche Aluminium und dementsprechend Fix vor allen Dingen. Dann gehen wir mal in die Höhlen zum Süden. Ich meine, ich hatte das schon mal gezeigt, dass man da ganz gut Aluminium farmen kann. Sollte jetzt eigentlich auch relativ schnell gehen. Wollte eigentlich jetzt die Rufquest noch machen. Na, mal gucken, ob wir das alles jetzt so hinkriegen. Aber wir müssen ja jetzt auch gucken, dass wir uns langsam mal ein bisschen... Naja, verbessern in der Hinsicht. So, Aluminium-Gefarme eigentlich relativ simpel, ist noch nie schwer gewesen. Hier einmal die Lüftungsschlitze hier beklauen. Da sind Kühlmittelverschlüsse drin. Da ist ein bisschen Aluminium draus zu holen. Gibt's überall um das Gebäude hier bei Harper's Fury. Wir könnten jetzt auch noch reingehen und uns da jetzt auch noch mal ein bisschen was holen. Ja, Möglichkeiten gibt es wie gesagt genug. Ich will jetzt aber nur ein bisschen Aluminium haben, nicht jetzt hier schon wieder 10 Tonnen. Weil das muss ja auch irgendwie in die Kiste passen. So. Und so ist das jetzt ja relativ schnell und flink erledigt. So. Ne, 400er Hits machen wir ja schon mal. Es sei denn, sie sind sehr weit weg. Ne, nun lass dich doch mal treffen. Erwischt. Also wie gesagt, ist halt so ein... Eher so ein Snipe-Ding hier. An und für sich, ich mag das Gauss-Gewehr schon relativ gerne. Man kann damit recht viel Schaden machen. Für Bossfights oder so ist das jetzt nicht so gut geeignet. Aber man sehe, 940 Schaden mit unserer Gewehrsocklung haut eigentlich ganz gut rein. Das Einzige, was mir jetzt halt noch so ein bisschen fehlt, wäre ein Schalldämpfer. Damit das Ding dann halt auch ein bisschen geräuschloser ist. Dementsprechend ist es jetzt halt schwierig. Ne? Die können uns jetzt halt relativ leicht aufdecken. Und das nächste Problem, es ist halt eine ballistisch, ja, wir nehmen es jetzt mal ballistisch Energiewaffe. Dementsprechend nicht jeder reagiert da gleich drauf. Weil der eine oder andere Gegner hat mal mehr und mal weniger. Aber eigentlich der Grundschaden von dem Gewehr ist mega. Wenn man es dann noch mit Crit verbinden kann,
kann man damit eigentlich ganz viel Blödsinn anrichten. Oder Behemoth? Naja, so groß wie der ist, da kann man ja schon fast gar nicht daneben schießen. Es sei denn, man benutzt Watz, so wie ich hier. Dann kann man das trotzdem. Dich töten. Kopf verletzt. Oh oh. Der Große hat uns gefunden. Da hat mich der Stein erwischt, den er in die andere Richtung geworfen hat. Ich dachte, der hat jetzt nicht auf mich geworfen. Okay. So leicht kann man sich irren. Ja, ein Behemoth-Stein tut weh. So. Deswegen halt auch eher Schalldämpfer. Damit es halt auch besseren Schaden fährt. Aber dafür brauchen wir halt, wie gesagt, jetzt nochmal wieder ein bisschen Ressourcen. Damit es auch passt. So, jetzt brauchen wir aber erstmal nochmal ein paar Schrauben, damit wir wenigstens das jetzt hier fertig modden können. Von dem, was wir jetzt schon haben. Beim ersten hättest du schon umfallen müssen, ja? Also, geh die schämen. Geh die schämen. So, und warum zeigt er mir jetzt da hinten an? Warum rennst du hier hinten rum? Wer hat dir das erlaubt? Also ich weiß nicht. So, dann nehme ich jetzt hier auch gleich die Werkstatt ein, nur weil wir es können. Dann hole ich mir mal kurz meine Beute da hinten zurück. Ach nee, kann ich ja jetzt gerade nicht. Haha. Muss ja kurz warten, bis die Werkstatt eingenommen ist. Sonst scheitert das gleich. So. Na komm. Gib mir die Werkstatt. So. Einmal hier alles wieder mitnehmen. Hey, gleich lose Schrauben gekriegt. Ja, Werkstätten sind immer toll. Geben Erfahrungspunkte und nur fürs Einnehmen kriegt man schon nützliches Zeug. So. Aber deswegen sind wir eigentlich nicht hier, um hier hoffentlich Schrauben rauszukriegen, sondern wir wollen ja hier hinten einmal das Gebäude erklimmen und uns hier mal fix ein paar Schrauben holen. Müssen ja auch nicht viele sein, aber das ist hier eigentlich ein ganz gutes Place, wo man sich ab und zu mal ordentlich Schrauben nochmal holen kann. Einen Schraubenschlüssel haben wir hier schon mal, einen Globus haben wir hier. Auch immer schön die Aktenschränke und die Schreibtische durchsuchen. Können wir hier gleich alles einmal mitnehmen. Darf ich mal wieder meine Loot-Sucht rauslassen? So, nächster Globus. Schreibmaschine. Noch eine Schreibmaschine. So, hier nochmal die Spinne durchgeprügelt, aber da ist nichts weiter drin. So. Fischventilatoren. Alles, was man brauchen kann. So, Sicherung. Auch nichts weiter. Aber jetzt noch ein Globus. Sturmfeuerzeug. So passt das. So, dann nehmen wir auch nochmal die Flaschen mit für Glas. Auch wenn ich jetzt kein Glas brauche. Gut. Dann nehmen wir auch gleich nochmal ein bisschen Beton mit. Ja, wir könnten eigentlich auch gleich verteidigen. Also hier in Form von Zement. Muss ich aber das Licht schon ausmachen. So, den guten Schlosserhammer, den guten Superkleber. Hier jetzt auch nochmal jede Menge Beton, weil brauchen wir später für meinen anderen Plan. Jetzt muss ich mich aber beeilen, weil gleich geht's hier schon rund. Jetzt können wir mal gucken. Wir haben jetzt insgesamt an Schrauben 18 Stück eingenommen. Passt.
Können wir hier nochmal den Rest einmal verwerten. Und ich lerne immer noch fleißig. Meine Güte, ist doch cool. So. Dann sollte ich mich jetzt mal aber um mein Essen und mein Trinken kurz kümmern. Gegrillten Hirsch hätten wir noch im Angebot. Eine Köterkeule. Was nicht durchgekocht ist. Kaugummi kann ich mal essen. Ja. Und einmal ein Wasserchen. Gut. Ja, und ich wollte eigentlich Ruf farmen. Naja, aber als ich Minerva gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, gut, guck's mal kurz rein und... Wir kriegen jetzt hier auch nochmal schöne Bären. Problem ist, die haben mich jetzt schon längst gesehen. Nö, 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 nö. Na komm, der hätte doch sitzen müssen. Au. Na komm. Da kam noch einer aus dem Hintergrund hier. Nee, 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 ich will nicht mit euch rangeln hier. Rangelt mit euch selber. Die machen mir gerade Angst. So. Jetzt kommt schon die zweite Welle. Oh, Stufenaufstieg. Und ich merke nämlich gerade, wir haben ja hier noch was völlig anderes drin. Ich brauche hier noch den Abrissexperten rein. Und, nehmen wir dann noch rein. Erste Hilfe, so. Weil wir können ja den Explosionsschaden noch erhöhen. Von der Gauss-Waffe. Dann hauen wir halt noch mehr Damage raus. Warum auch nicht? So, na komm. Gut, das war's. Dann können wir uns jetzt hier einmal kurz alle gönnen. Kriegen nochmal Wasser dazu und überschüssiges Öl. Ja. Ja komm, jetzt Waffe auf modifizieren. Da fehlt ja noch einiges auf der Waffe. Jetzt brauche ich aber wieder doch die Dinger. Ja, das kommt, wenn man damit dann schon rumfightet und, ne, den Rest wieder vergisst. So. Jetzt müsste ich sie eigentlich aufmodifizieren können, wie ich das haben möchte. Also fürs Erste haben möchte. Das heißt, wir nehmen jetzt, die Reichweite. Oder nehme ich doch eher die Präzision. Nee, komm, ich nehm die Reichweite. Die bringt mir ein bisschen mehr. Da haben wir schon, da haben wir schon. Ja, dann nehmen wir erstmal den Kompensator. Ja, ein bisschen leiser wird sie. Ist aber auch ganz schön groß, das Ding. So. Dann können wir jetzt nochmal ein bisschen testen hier. Jetzt hat es sich ja eh schon erledigt. Jetzt, wenn ich jetzt die Dinger da anfange, dann sind wir dann morgen noch nicht fertig mit der Folge hier. Dann holen wir uns gleich einen legendären Floater. Okay. Und warum musst du jetzt immer direkt vor meiner Nase tanzen hier? Ich hasse Cranberry Bock mit seinen Fallgruben. Nee, jetzt hör doch mal auf, mich hier ständig ansengen zu wollen. Nase, du. So. Hat auch nicht der andere natürlich auch noch irgendwo entdeckt. Da hinten kommt er.
Warum nimmst du jetzt den in Angriff? Egal, dann schießen wir halt da noch ein bisschen drauf. Den anderen hatte ich aber noch nicht ganz fertig. Naja, mal kurz anschleichen hier. Da ist er. Sehr schön. Anti-Rüstung-Radium-Gewehr. Naja, gut. So, dann haben wir da oben noch einen Bunker mit Robis. Dann nehmen wir den doch auch gleich nochmal mit. Warum denn auch nicht? Die ein, zwei Robis dürfte ich mit dem Gauss-Gewehr auch locker schaffen. Habe ich jetzt eigentlich schon wieder umgerüstet? Nein, habe ich immer noch nicht. Hätte schon längst wieder viel mehr Schaden machen können. Ja, das ist halt so. Turtle, wie er lacht und lebt, ne? Nee. So. Wirken die Stimpaks auch ein bisschen besser. Ja, okay, gut. Die werden wir jetzt auch brauchen. Der Aggressotron ist schon bereit, den habe ich schon gesehen. So, Kampfsperre. Sensorwarnung. Anomalie entdeckt. Feindlicher Kämpfer erneut erfasst. Feuer frei. Wow. Ich habe nicht gesehen, dass er sich getarnt hat. Alter, heute bin ich ja... Also was ich heute für Müll zusammenspiele, ist ja der Wahnsinn. Ja, schon den zweiten. Und danke, Gatzi, dass du jetzt den Aggressotron erledigt hast. So, den Schrott, den brauche ich ja noch. Ach, hier ist er doch. Gut, das haben wir jetzt auch. Ich habe meinen Schrott jetzt wieder. So, und bevor ich ihn jetzt nochmal wieder verliere, machen wir hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.